Fliegen hoch in die Luft, Sternenstaub, der uns ruft. Tauchen in den Regenbogen ein. Märchen schön, heldenstark, strahlend hell, wie du's magst. Hörst du nie mehr unser Lied allein. Die Musik, sie trägt dich gerade himmelwärts. Nichts hält uns noch weiter auf. Wir sind die magischen Wings. Fliegen hoch zusammen. Wir sind die magischen Wings. Denn nur an uns kannst du glauben. Träumen, Vertrauen, die Kraft wird immer wieder scheinen. Für immer. Wir sind die magischen Wings. Seit Blums Abschied ermutigt Layla die Wings, ihre Ausdauer zu trainieren. In Gardenia stört eine Gruppe von Vampiren den Gothic-Ball und bringt Verderben über die Stadt. Glücklicherweise besuchen die Herzbandelfen Blum und können sie vor der Gefahr warnen. Ein Schimmer in der Dunkelheit. Selina. Du hast allerdings ein paar Anläufe gebraucht. Doch wie es scheint, ist es dir am Ende nun doch gelungen. Es ist schon aufregend, dabei nur zuzusehen. Diese Vampire stellen ja eine ganze Armee auf, um Blum aus dem Weg zu schaffen. Und bald wird sie zu nichts mehr zu gebrauchen sein. Gardenia gehört ab sofort uns. Gardenia gehört uns! Schwestern, denkt ihr auch, was ich denke? Wir könnten mit ihnen die magische Dimension unterwerfen. Aber zuerst müssen wir unsere Feindin Nummer 1 ausschalten. Befiehl ihnen, Blums Zuhause anzugreifen. Hört, Kinder der Nacht! Folgt mein Befehl. Begebt euch zu Blums Haus und beseitigt sie ein für alle Mal. Geht, ihr wisst, was zu tun ist. Blum gehört uns. Blum gehört uns. Ist Blum noch immer in ihrem Zimmer? Ja, ich habe sie noch nie so still erlebt. Ich versuche sie etwas aufzuheitern. Irgendetwas müssen wir doch für sie tun können. Ah? Mom! Dad! Blum! In Gardenia gibt es Ärger! Hä? Wo warst du? Was geht denn hier vor sich? Ihr seid in großer Gefahr! In Gefahr? Worum geht es denn? Blum! Herzbandelfen, wir müssen dieses Haus beschützen! Verteilt euch! Wird gemacht, Blum! Wir müssen alle Eingänge bewachen. Kannst du uns bitte mal erklären, wieso wir in Gefahr sind? Vampire! Sie versuchen, Gardenia an sich zu reißen. Chatter und Amore, ihr bewacht weiter das Haus. Sagt sofort Bescheid, wenn ihr sie seht. Ei, ei! Aber ich verstehe es nicht so ganz. Vampire sind doch nicht echt. Doch, ab jetzt schon. Ich werde es euch später erklären. Komm schnell! Die Vampire kommen! Sie umzingeln das Haus! Wo denn? Oh. Ich kann sie nicht sehen! Da vorne! Hä? Wo sind sie denn? Lockett und Kara, kommt mit mir! Wir haben keine Angst vor dir. Vulkanangriff! Du kannst mich nicht besiegen, Blum. So, raus mit dir! Und bleib draußen! Ich sagte, bleib draußen! 1-0 für uns! Wir können hier nicht bleiben. Die anderen Elfen, kommt schnell zu uns! Wir kommen, Blum! Also, was hast du?
Wir müssen die Vampire aus Gardenia vertreiben. Sie dürfen niemanden mehr hypnotisieren können. Ich kann uns doch nach draußen teleportieren. Gute Idee, Lockett. Sie gehörten mir. Hey, Leute, hier drüben. Hä? Schnappt sie euch! Hier entlang, Elfen! Halt euch! Schnell! Sie entkommen uns! Hinterher! So weit, so gut! Ihr entkommt uns nicht! Wir müssen sie von den Menschen weglocken! Hier entlang! Sie gehört uns. Haltet euch bereit, Elfen. Roter Drachenorbis. Sie gehört uns. Umzingelt sie und wartet ab. Oh nein! Sie greifen uns bestimmt gleich an. Ich weiß nicht, wie lange ich die Schutzhülle noch aufrechterhalten kann. Dann müssen wir wohl oder übel kampfbereit sein. Kommt schon! Ich kämpfe gegen sie. Ich will nicht, dass sich eine von euch verletzt. Nein, wir halten zusammen, Blum. Wir können es auch mit ihnen aufnehmen. Achtung und los! Gefällt dir der Duft? Oh, tut mir leid. Sie kommen direkt aus dem Legendarium. Was fällt dir noch ein, Chatter? Ich hab keine Idee mehr. Wie wär's mit einer Runde Fang spielen? Daneben. Schon wieder. Hier bin ich. Gefangen, du bist dran. Du gehörst uns. Nein, sie gehört zu uns. Finger weg. Haben wir das? Waren das denn schon alle? Sieht offenbar so aus. Jedenfalls sind sie verschwunden. Im Moment. Ich kann keine dunklen Wesen mehr spüren. Oh, Herzbandelfen, wir haben euch so vermisst. Nimm mich in den Arm. Wings, ihr seid genau rechtzeitig gekommen. Wir haben uns Sorgen um die Elfen gemacht. Außerdem wächst Eldoras Lieblingsblume hier in Gardenia. Aber wir wissen noch nicht, wo genau sie wächst. Ich schon. Als ich zu Hause bei meinen Eltern war, habe ich die Blume auf einem meiner Bilder aus meiner Kindheit wiedererkannt. Ich glaube, ich weiß, wo wir die Blume finden können, aber ich brauche... Diesen Ort kenne ich. Hier sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Ja, du hast recht. Du hast dem Troll gezeigt, wo es lang geht. Das war großartig. Wahnsinn, wie wir uns seitdem weiterentwickelt haben. Und vor allen Dingen du, Blum. Ohne mich wäre Blum niemals nach Alphea gekommen. Dann gäbe es auch keinen Wings Club. Wir haben dich alle so vermisst. Es tut mir so leid, dass ich einfach weggegangen bin. Ich konnte es mir nicht verzeihen, Selina vertraut zu haben. Wie konnte ich dadurch nur das Leben meiner Freundinnen in Gefahr bringen? Ich war schockiert. Aber ohne euch kann ich mir mein Leben auch nicht vorstellen, Wings. Oh, Blum, wir haben dich lieb. Ja, und wie. Egal, was geschieht. So schön es auch gerade ist, die Vampire sind immer noch da draußen. Du hast recht, Tekna. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Expertenrat. Daphne! Daphne, hörst du mich? Wir brauchen dich. Ja, was ist, Blum? Wir brauchen deine Hilfe, Daphne. Die bösen Hexen haben Vampire aus dem Legendarium hervorgelesen. Die Kinder der Nacht. Sie besitzen übermenschliche Kräfte und vor allem beherrschen sie auch Hypnose. Wie können wir sie besiegen? Die mächtigste Waffe, die ihr benutzen könnt, ist Tageslicht. Es ist mitten in der Nacht, das hilft uns nicht. Wir können auch nicht bis morgen früh warten. Hallo? Ihr habt was vergessen. Ich bin die Fee der Sonne und des Mondes. Ich habe da noch ein paar Tricks auf Lager, die ich ausprobieren kann.
Das solltest du versuchen, Stella. Viel Glück. Danke, Daphne. Keine Vampire in Sicht. Auch sonst ist niemand unterwegs. Aber wo können sie sein? Am schnellsten können wir die Vampire finden, wenn wir Gardenia aus der Luft betrachten. Aber das wäre wahrscheinlich viel zu auffällig. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist aufzufallen. Wir dürfen uns nicht zu erkennen geben. Ich hab's! Stella? Was hast du denn jetzt vor? Eine Straßenkehrerin und ihr treuer Besen. Kein Kommentar. Und dein Deckname könnte sogar Besenblumen heißen. Stella, ich glaube, normale Straßenkleidung tut es auch. Okay, okay, okay. Oh, es geht gleich los. Was geht denn hier vor sich? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele Zuschauer gekommen sind. Oh, der Gothic Fashion Contest. Den gibt es jedes Jahr beim Gothic Ball. Sehr verehrte Teilnehmer unseres Fashion Contests. Die Vorbereitungen zur großen Show laufen bereits, aber noch casten wir. Sie können sich immer noch anmelden. Sollten Sie interessiert sein, teilzunehmen, kommen Sie einfach nach vorn zur Bühne und melden Sie sich an. Na los, zeigen Sie Ihr Gothic Outfit. Ein Gothic Fashion Contest? Na, den nehme ich doch auf jeden Fall mit. Dazu haben wir aber keine Zeit. Wir müssen doch die Vampire finden. Ich kann sie ganz in der Nähe spüren. Okay, seid alle wachsam. Lasst uns unter die Zuschauer mischen. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich muss doch in Gardenia einen guten Eindruck hinterlassen. Hallo, ich möchte mich bitte noch anmelden. Hier, bitteschön und viel Glück. Blum, ist dir schon etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, die Leute sind alle ganz schön blass. Entschuldigen Sie bitte. Hä? Hallo? Geht es Ihnen gut? Sie wurden hypnotisiert. Das waren die Kinder der Nacht. Oh. 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 Willkommen zu unserer Party. Nein! Hedna, nein! Die Kraft dieser Feen ist stark. Und wir sind nur mit einem kleinen Teil ihrer Kräfte in Berührung gekommen. Los, wir bringen sie in unser Versteck. Dort werden wir ihnen all ihre Kräfte nehmen. Auf geht's, die Party kann beginnen! Meine Adresse ist ja die Alfea Feenschule. Hat die denn überhaupt eine Postleitzahl? Vielleicht sollte ich einfach... Oh nein! Wings! Na toll, die Vampire sind überall. Verschwindet! Die magischen Wings! Hey! Los, verschwindet! Oh nein! Ich hab gesagt, ihr sollt verschwinden! Helfen! Stella braucht unsere Hilfe! Gut gemacht, Herzbandelfen. Wo war ich stehen geblieben? Die magischen Wings! Blumig! Sonne und des Mondes! Ja, Stella! Und jetzt retten wir unsere Freundinnen! Stella, nein! Sie entkommen uns! Wo sind sie denn hin? Oh. Sie sind verschwunden! Elfen, empfangt ihr irgendwelche Signale? Oh, ich kann Flora dort irgendwo spüren. Ja, ich Blum auch, aber ihre Energie ist schwach. Dann sollten wir uns besser beeilen. Kommt, Elfen! Sie brauchen unsere Hilfe! Oh, was ist denn das für ein Ort? Sie sind dort drin! Und dank meines magischen Pfeils können wir uns heimlich für einen Angriff anschleichen. Sie werden nicht wissen, was sie attackiert.
Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ihre Energie ist so ungeheuer kraftvoll. Ja, allerdings. Lasst uns anfangen. Ja, es ist an der Zeit, Ihnen Ihre Feenkräfte auszusaugen. Danach wird uns nichts mehr aufhalten können. Und ich denke, mit dieser Fee sollten wir beginnen. Ja. Darf ich reinkommen? Entschuldigt, wenn ich störe. Aber wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr uns in Ruhe lassen sollt? Na! Keine Sorge, Wings. Die Elfen und ich bekommen das hin. Na! Sie besitzen inzwischen Feenenergie. Aber sie besitzen nicht meine Lichtenergie. Sonnenschutzkreis! Gut gemacht, Stella! Cheetah! Haltet Wache! Und wenn eure Freunde uns unterbrechen, macht sie fertig! Ja, wie ihr wünscht! Wo war ich stehen geblieben? Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich war vorhin kurz davor, Blum für alle Zeit auszulöschen. Sie sind viel zu stark! Wie sollen wir sie denn nur besiegen? Weißt du noch, was Daphne gesagt hat? Dass Tageslicht die beste Waffe ist, aber es ist doch mitten in der Nacht. Ach, das kann ich ändern. Hiermit rufe ich die Kraft aller Sonnen von Solaria. Purer Sonnenstrahl! Dass das vorbei ist. Du warst wirklich unglaublich, Stella. Du hast uns gerettet. Ach, das war doch kein großes Ding. Ich hab nur... Oh nein! Was? Ist noch ein Vampir übrig? Den übernehme ich! Nein, es ist doch wegen des Gothic Fashion Contests. Ich hab mich doch dort angemeldet und er fängt gerade an. Na, dann sollten wir uns beeilen. Kommt schon! Da denkt man, sie rennen vor den Vampiren weg. Stattdessen wollen sie zu einer blöden Fashion-Show. Wir waren so kurz davor. Ach, und jetzt sind wieder alle glücklich und machen weiter mit ihrem dämlichen Hutschi-Kutschi-Getue. Die machen mich echt krank. Nur keine Sorge. Ihr Gekicher verstummt, wenn ich das nächste Kapitel aus dem Legendarium vorlese. Ich hoffe, dass dieses Kapitel besser ist, Selina. Oh, da bin ich mir sicher, ihr könnt auf mich zählen. Hier sind unsere Gothic-Königinnen des letzten Jahres. Wir sind gespannt. Welche Outfits haben Sie uns denn in diesem Jahr mitgebracht? Wir nennen diese Kollektion Fashion Fetzen. Ist das nicht großartig? Diese Hingabe und Leidenschaft. So, Leute, jetzt kommen wir zu unserer letzten Kollektion. Und was sagt ihr? War das bis jetzt nicht eine fantastische Show? Models, Achtung, haltet euch bereit. Jetzt gleich wird's mega glamourös. Inspiration, Inspiration, ich warte auf dich. Ich weiß schon, ziemlich dekadent und gothic, dunkel und umwerfend. Umwerfen? Nein, wartet. Was ist das? Ah, ich hasse Spinnen.
Wir präsentieren Ihnen nun eine Newcomerin in unserer Show. Stella von der Alphega-Schule zeigt jetzt ihre Kollektion. Denken, Stella? Denken! Du bist die Heldin von Gardenia, Stella. Dir gehört die Bühne, egal was dir einfällt. Das ist es. Vampire, Licht und Dunkelheit. Ach, bezaubernd. Bitte Musik. Okay. Ich nenne diese Kollektion Schimmer in der Dunkelheit. Meine Damen und Herren, was für eine großartige Show! Es wird ziemlich knapp, aber es kann nur einen Gewinner geben. Und der Gothic-Pokal geht an Stella aus Alphea! Dankeschön, aber ich möchte der Person danken, die diese Kollektion hat erstrahlen lassen. Und wer ist es, Stella? Du, Blum, wir sind so glücklich, dass du wieder bei uns bist. Ja! Die Wings sind wieder vereint und besuchen gemeinsam den Blumengarten von Gardenia. Dort war Blum schon gern als Kind. Sie hoffen, dort die große Feenmutter Eldora zu finden. Die Twigs sind frustriert über den Erfolg der Wings und planen einen weiteren Angriff mit der Kraft des Legendariums.